9.15 Uhr, guten Morgen. Mit der Sonne abnehmen. Das gebildete Vitamin D baut Fettgewebe schneller ab, zügelt den Appetit und reduziert Entzündungen. Das bedeutet eine bessere Darmvielfalt, damit eine Gewichtsbeeinflussung. Tatsächlich mit der Sonne abnehmen. Wie das funktioniert, darüber sprechen wir mit Prof. Dr. Michaela Axter-Gardemann, Ernährungsmedizinerin, Hautärztin und Professorin für Gesundheitsförderung. Wenn jemand das weiß, dann Sie. Es gibt tatsächlich eine Studie, die das bewiesen hat. Erzählen Sie mal. Ja, und zwar hat man in Italien mehrere übergewichtige Personen, die alle einen Vitamin-D-Mangel haben, entweder mit einem Vitamin-D-Präparat oder mit einem Placebo versorgt. Und dann sollten die sich so ein bisschen gesünder ernähren, also keine strenge Diät. Und tatsächlich hatten nach einigen Wochen diejenigen mit dem Placebo 1 Kilo abgenommen, aber diejenigen, die zusätzlich Vitamin-D genommen haben, die hatten fast 5 Kilo abgenommen. Verrückt. Und ja, und man weiß eben, dass ein Vitamin-D-Mangel Gewichtsreduktion verhindert oder schwerer macht. Mhm. Und für mein Buch Der Abnehmkompass habe ich viele wissenschaftlich belegte Möglichkeiten zusammengesucht, die eben das Abnehmen leichter machen können. Und Vitamin-D substituieren bei einem Mangel, das ist eben eines davon. Wie kriegen wir das dann jetzt hin im Sommer? Wie lange muss ich mich in welcher Form und welches Körperteil in die Sonne legen, damit es klappt? Ja, also im Winter haben fast alle Menschen Vitamin-D-Mangel. Im Sommer wird das ein bisschen weniger, aber trotzdem haben auch im Sommer noch ungefähr die Hälfte, die Hälfte der Menschen einen Vitamin-D-Mangel. Und Vitamin-D wird entweder aufgebaut durch, also wenn ich mich in die Sonne lege, und dazu muss ich so, je nach Hauttyp, zwischen 10 und 20 Minuten mich der Sonne aussetzen. Wenn ich aber Lichtschutz auftrage, dann reduziert sich natürlich auch die Vitamin-D-Bildung. Das heißt, das ist so ein schmaler Grat zwischen Hautschutz und Vitamin-D-Bildung. Das heißt, Sie sagen ja, es ist je nach Hauttyp, ne? Also welcher Hauttyp muss denn länger in der Sonne sein und welcher weniger? Wenn ich schneller bräune oder ein dunkler Hauttyp bin, brauche ich länger, um ausreichend Vitamin D zu bilden. Okay. Jemand, der hellhäutiger ist, der braucht eben nicht so lang. Aber natürlich sollte der sich auch gar nicht so lang in die Sonne legen. Also da muss man eben sehen, wie man das am besten regelt. Man kann aber natürlich auch, wenn man aus Hautschutzgründen jeden Tag Lichtschutz aufträgt oder wenn man eben in geschlossenen Räumen arbeitet, also gar nicht so viel an die Sonne kommt, dann kann man natürlich auch im Sommer bei einem bestehenden Vitamin-D-Mangel Vitamin-D-Präparate nehmen. Wie mache ich das dann am besten oder wie dosiere ich das? Im Idealfall lasse ich meinen Vitamin-D-Spiegel mal beim Hausarzt kontrollieren. Und wenn ein Vitamin-D-Mangel besteht, dann, je nachdem wie stark der eben ist, nehme ich dann ein höher oder etwas niedriger dosiertes Präparat ein. Und zwar über mehrere Monate. Wenn ich an meinem Lebensstil nichts ändere, dann werde ich auch nicht mehr Vitamin D produzieren können. Geht das auch über tatsächlich Ernährung? Wo ist denn viel Vitamin D drin? Also Vitamin D, es gibt nicht so viele Vitamin D-reiche Nahrungsmittel. Man kann Vitamin D mit fettem Seefisch, also Hering zum Beispiel, oder Makrele zuführen, müsste ich aber fast jeden Tag essen. Avocado, Pilze sind noch einigermaßen Vitamin D-reich, aber im Prinzip, vor allem im Winter, reicht es definitiv nicht aus, das Vitamin D, was ich über die Nahrung zuführe. Kann ich denn überdosieren? Sag mal, ich bin viel in der Sonne und bin viel draußen. Beruflich, vielleicht gibt es ja als Bauarbeiter, und dann noch Vitamin D nehmen, macht wahrscheinlich keinen Sinn, oder? Ja, dann würde wahrscheinlich, wenn ich den Vitamin D-Spiegel mal überprüfen lasse, würde wahrscheinlich festgestellt werden, dass ich ausreichend damit versorgt bin. Und dann macht es natürlich keinen Sinn. Überdosierung sollte man bei Vitamin D auf jeden Fall vermeiden. Das ist ein fettlösliches Vitamin, das wird im Körper gespeichert. Und wenn ich wochenlang überdosiere, hat das Nebenwirkungen wie Nierenschäden zum Beispiel. Oh Gott, jetzt sagen Sie aber auch auf der anderen Seite, wir hatten vorhin noch mal drüber gesprochen, da meinten Sie, wir müssen aber auch noch darüber reden, dass wir die Dunkelheit brauchen. Also nicht nur das Licht, sondern auch die Dunkelheit. Inwiefern? Genau, also am Tag, das Tageslicht, das macht natürlich aktiv und das fördert auch eben die Gewichtsabnahme. Aber nachts brauche ich ein ganz dunkles Schlafzimmer, weil auch dazu gibt es Studien, dass Menschen, die in einem, die Licht haben im Schlafzimmer, sei es der Radiowecker oder Licht, was durch eine, durch die Gardine hereinfällt, dass die ein mehr als doppelt so hohes Risiko haben, übergewichtig zu werden. Also das ist ein weiterer Tipp. Yeah. Tagsüber in die Sonne, der Sonne aussetzen eventuell auch, aber nachts im Dunkeln schlafen, das fördert auch die Gewichtsreduktion. Und wenn ich plane, abzunehmen, dann macht es Sinn, mal so verschiedene Parameter zu prüfen. Also zum Beispiel, wie sieht es denn im Schlafzimmer aus mit der Dunkelheit? Ja? Wie sieht mein Vitamin-D-Spiegel aus? Habe ich vielleicht Entzündungen? Wie sieht es aus mit meinem Mikrobiom? Also es gibt ganz viele Faktoren, die eine Gewichtsreduktion verhindern können. Das ist sehr, sehr schlau, dass man das
das eben mal macht, wusste ich vorher nicht. Ich dachte immer, ach, Ernährung, das wird schon irgendwie so hinhauen. Aber mal wirklich zu gucken, wie oft gehe ich raus, mhm. wie habe ich viel genug Vitamin D, steht alles in Ihrem Abnehmen-Kompass. Gottlob. Vielen Dank.